Dieser Toaster aus der Zukunft kostet einfach über 300 Euro. Wir fragen uns wirklich, was diesen Toaster so toll macht, dass er so unfassbar viel Geld wert sein soll. Er hat auf jeden Fall ein recht großes Display mit Touchscreen. Es ist schon wirklich ziemlich verrückt, dass ein Toaster heutzutage sein eigenes Betriebssystem hat. Und zumindest kann man dieses Toaster-Betriebssystem nicht nur auf Englisch benutzen, sondern auch auf Deutsch und viele weitere Sprachen einstellen. Dann kann man einstellen, ob man die Toaster-Schlitze immer gleichzeitig konfigurieren oder auch manuell unterschiedlich konfigurieren kann. Es gibt verschiedene Bräunungsgrad-Voreinstellungen und einen Slider, mit dem man die Bräune bestimmen kann. Und wenn man seinen Favorite-Spot gefunden hat, dann kann man das auch als Favorit hinzufügen. Hat man dann ausgewählt, wie braun man den Toast gerne hätte, dann ist es schon witzig, dass wenn man auf Start drückt, der Toast einfach automatisch nach unten fährt. Aber die Heizdrähte und so sehen aus wie bei einem 20-Euro-Toaster. Hat man zwei verschiedene Bräunungsgrade eingestellt, dann bleibt der Toast, der früher fertig ist, so lange unten, bis der zweite Toast auch fertig ist. Und dann fahren die Toast gemeinsam hoch. Also man bekommt, was man einstellt, und es ist cool, dass man das unabhängig einstellen kann, aber 300 Euro, also wir sind davon nicht überzeugt.